Und wieder damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Machen wir uns direkt auf den Weg zum nächsten, über Nacht zum Schloss Blickweiler. Der ist im Hafen von Kinos. So viel kann ich mich noch erinnern an so viel. Und wir müssen ja immerhin die Hochelfen davon aufhalten, mit unserem Hab und Gut abzuhauen. Die haben doch tatsächlich vergessen, dass wir ihnen Bücher ausgeliehen haben und sehen diese Bücher jetzt als ihr eigenes Eigentum an. Das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Und dann, deshalb müssen wir, müssen wir ihnen eine Mahnung vorbeibringen. Eine lieb gemeinte Mahnung natürlich. Zur Not müssen wir ihnen halt ein wenig Feuer unterm Hintern machen, damit sie uns das mal ein bisschen schneller zurückgeben. Ich weise am besten, ich glaube, ich weise an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass ich jetzt vorhabe, mit der 100. Folge von Let's Play EverQuest 2 einen Livestream zu machen. Und da könnt ihr ruhig mal auch in die Kommentare reinschreiben, welche Zeiten sich denn da für euch anbieten, also wann ihr den Livestream am ehesten beobachten würdet. Gehört auf jeden Fall einfach dazu, dass ich da auch ein bisschen euch entgegenkomme. Vielleicht wollt ihr auch überhaupt gar keinen Livestream haben, das könnt ihr natürlich auch dann in die Kommentare reinschreiben. Ist klar, Livestream wäre jetzt, ist an dieser Stelle dann schon ziemlich hier Nachmache von anderen Let's Playern, aber nichtsdestotrotz, man muss, ja, also es ist ja nicht so, dass man immer nur alles nachmachen muss, sondern ich sehe es eher anders. Ich lasse mich von anderen Let's Playern inspirieren und ja, gute Ideen kann man doch auch würdigen, indem man sie selber weiterverwendet. Man muss ja nicht immer jede Idee sofort, ja, urteilen, wenn nur weil sie existiert und ein anderer sie bereits gemacht hatte. Ist zumindest meine Meinung. Oder wie heißt es so schön, besser gut nach gemacht als schlecht selber gemacht. Und ich wüsste jetzt nichts anderes, wie ich sonst mit euch euch würdigen könnte. Verbote, dann ist ja noch die Möglichkeit, ihr könntet euch einfach mal mit mir ins DS setzen und die nächste oder einige Folgen im Let's Play EverQuest 2 mit mir durchkommentieren. Das wäre natürlich auch mal etwas Interessantes. Aber es wäre halt nur eine Alternative. Ja, aber könnt ihr mal sagen, was ihr lieber wollt? Wollt ihr einen Livestream oder wollt ihr lieber das andere, was ich halt jetzt gerade gesagt habe, dass wir uns einfach mal zusammensetzen, also diejenigen, die Lust haben, und ich mit denen jeweils, mit den jeweils einzelnen Personen ein paar Folgen zusammen aufnehme im, ja, zusammen Commentary. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die jetzt mir einfallen. So, hier runter. Ach, hier sind unsere Bücher. Scheußlichkeit! Wie könnt ihr es wagen, unsere unreine Hand an das Wissen der Rendal zu legen? Diese Bücher gehören im Konkordium. Sie dürfen Kinos nicht verlassen. Sie enthalten die Werke bekannter Elfenmagier. Und wir werden mit ihnen verfahren, wie es uns beliebt. Euer Konkordium hat uns nicht zu befehlen. Ich gehe trotzdem nicht ohne die Bücher. Was bedeutet schon ein Lehrling des Konkordiums? Weniger für die Welt. Wie lange glaubt ihr wohl, dauert es, bis euer Meister euch euer Verschwinden bemerkt hat? Ich habe nicht vor, zu verschwinden. Makama. Und Solarbrand. Anschließend eine Opferung. Die wollen uns doch tatsächlich nicht die Bücher rausgeben. Aber das hier finde ich gerade gut. Wir stehen genau hinter dem und der kann uns halt eben nicht sehen. Diese Line of Sight haben sie hier richtig gut einprogrammiert. Also das war jetzt nicht ironisch gemeint, sondern wirklich ernsthaft gemeint, dass sie das gut gemacht haben. Jetzt müssen wir noch mehr Bücher finden, na wunderbar. Jetzt habe ich mich gerade verklickt mit dem Zauber, naja, egal. Mit Ammoniumsulfat, okay. Interessant. Naja,
Hochelfen erschlagen ist hier natürlich schwer, aber wir müssen die ganzen massigen Bücher noch irgendwie finden. Wo sollen denn hier überall Bücher sein? Feuerball. Solarbrand und Feuerball. Magmakammer. Solarbrand. Opferung. Solarbrand. Tod. Ich bin hier auch mal gespannt, wenn wir den nächsten richtig starken Zauber erlernen. Also es gibt einen noch stärkeren als den Feuerball. So viel kann ich hier schon mal verraten. Und wann wir den bekommen, das weiß ich ja noch gar nicht. Aber der haut auf jeden Fall nochmal ein bisschen stärker rein. Zumindest nach dem, was ich so gesehen habe. So, das sind auf jeden Fall nochmal Bücher. Aber wir brauchen immer noch deutlich mehr Bücher. Elfen haben wir ja schon mittlerweile genug erschlagen. Auch wenn ich eigentlich immer ein Freund von Elfen bin. So. Oh, er ist besorgt. Tut mir leid, wenn ich euch besorge, aber... Oh, ich Sorgen mache, aber es ist leider so. Ich habe hier keine andere Wahl, um an unsere Bücher zu kommen. Natürlich aber auch gut, dass die NPCs hier auch Emotes haben können. Also die NPCs sind nicht immer ganz ohne Gefühle, sondern die haben hier auch mal Emotes und können auch mal besorgt sein. Boah, wenn das weitergeht, werden wir in dieser Folge noch Stufe 27 oder so. Naja, ich glaube nicht ganz in dieser Folge, aber boah, diese Folge wird wahrscheinlich sowieso etwas länger werden, weil wir nur so wenig zu langsam unsere Bücher finden. Obwohl, ne. Ich glaube, wir bleiben doch im Rahmen locker. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Hauptsache mein Virenscanner aktualisiert sich jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Let's Play mitbekommen hat oder gehört hat. Ist mir auch egal. Ist ja nichts Schlimmes dabei, einen Virenscanner zu haben, der sich dann updatet. Ist nur manchmal ein bisschen nervig, weil der dann auch ein bisschen die Performance immer rausnimmt. So, gehen wir mal hier hoch. Aha, hier sind nochmal Bücher, aber auch zwei Elfen auf einmal. Und jetzt haben wir unseren AOE, unseren Feuersturm. Vor allem, weil der auch eigentlich guten Schaden gegen Einzelziele macht. Den Schaden, den der aber noch macht, ist ja mittlerweile verglichen ganz, ganz wenig. Ich kann mich noch erinnern, wo der Schaden vom Feuersturm absolute High-End-Schaden war. Vor ein paar Folgen noch. Und jetzt ist es mittlerweile gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss unbedingt Feuersturm 2 bald erlernen. Der ist nämlich dann wieder eine Zeit lang, glaube ich, richtig stark. So, jetzt haben wir die ganzen Teile zusammen. Jetzt müssen wir hier wieder raus. Ups. Und zum Kinos Provinzviertel. Wunderbar. Die Quest können wir noch wegbringen. Und ich glaube, dann sind wir auch wirklich Stufe 27. Wenn ich gerade richtig unten auf die Erfahrungsleiste gelinst habe. Und dann haben wir diese Aufnahmesession ja schon wieder etwas richtig gut geschafft. Wir haben einen Leistungspunkt gesammelt. Wir haben ein paar Quests gemacht. Wir haben unser Ansehen bei im Concordium erweitert. Wir haben eine ganze Quest 3 erledigt schon. Und wir haben... Habe ich schon das Level erwähnt? Keine Ahnung. Jetzt habe ich es erwähnt, auf jeden Fall. So, hier müssen wir natürlich jetzt noch ein kleines Stückchen reiten. Hier lang. Ups.
Das könnte immer auf seinen Wert nutzen. Und ich glaube, ja, wir werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden wir Stufe 27 werden. Das ist halt dieser Vorteil an diesen speziellen Stadtquests, sag ich mal so. Die sind ja wirklich immer ganz genau auf unser Level zugeschnitten. Wobei ich in Erinnerung habe, dass die halt schwerer werden, je höher man ist. Also solche Stadtquests und so sollte man möglichst niedrig im Level machen, weil dort gleichlevelige Gegner leichter zu besiegen sind als später. Später werden gleichlevelige Gegner unglaublich schwer zu besiegen, während halt jetzt gleichlevelige Gegner noch mit ein, zwei Schlägen liegen. Na gut, es sind jetzt drei, vier Schläge, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt sind wir gleich wieder im Regierungsviertel. Ich guck mal kurz auf die Zeit. Ja, das passt doch perfekt. Haben wir jetzt auch noch eine schöne letzte Abschlussfolge für diese Aufnahmesession. Ich bin ja mal gespannt, wie lange ich wohl bei Slender überleben werde. Wahrscheinlich überlebe ich keine 5 Minuten. Aber ihr habt der Slender Let's Play ja, wie ich euch kenne, schon längst geguckt, wenn ihr diese Folge erst seht. Oh Mensch, ich habe noch so extrem viele Let's Plays auf meiner Liste und das Gefühl, ich komme mit keinem wirklich voran. Na gut, am Großteil ist ja EverQuest 2 und da das ein Endless-Let's Play ist, werden wir das auch auf ewig weiterspielen. Nur irgendwie habe ich auch das Gefühl, bei Zelda komme ich kaum voran. Und werdet ihr in der Folge sehen, die ihr jetzt aus meiner Sicht morgen seht, die, wenn ihr diese Folge aber jedoch seht, schon letzten Sonntag gesehen habt. Dort sind wir nämlich auch nicht wirklich vorangekommen in der Folge. Ich will aber auch jetzt hier nichts vorwegnehmen oder so oder spoilern. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann aber ratzfatz ran da. Da seid ihr das schon. Es hat länger gedauert, als ich dachte. Seid ihr in Schwierigkeiten geraten? Die Hochelfen wollten die Bücher nicht hergeben. Sie haben mich angegriffen und ich musste einige von ihnen töten. Das ist bedauernswert. Aber die Haltung unseres Wissens hat Vorrang. Ich habe den Zirkel bereits darüber informiert, dass sie auf meine Anweisung hingehandelt hat. Also ihr habt keine Konsequenzen zu befürchten. Welche Erleichterung. Das Concordium benötigt erneut eure überlegene Fertigkeiten zu. Diesmal ist es keine Aufgabe für einen Lehrling. Und die Konsequenzen eines Versagens wären schwerwiegend. Ich habe euch bislang nicht enttäuscht. So ist es, aber ihr kennt noch nicht die Einzelheiten dieser neuen Mission. Die Tore der gemeinen Sternkrone wurden verriegelt, aber der vom Zirkel genannte offizielle Grund, es sei ein Aufstand, ist erfunden. Wir führen die Öffentlichkeit nicht gerne in die Irre, aber wenn sie die Wahrheit wüssten, würde Panik ausbrechen. Was ist die Wahrheit? Ein Ketzer aus Pineal, ein Nekromant, ist vor etwa einer Woche hier eingetroffen. Anstatt direkt zu mir zu kommen, hat er sich in einem Randgebiet der Stadt versteckt und unter den gescheiten Lehrlingen unseres Ordens Anhänger gesucht. Und noch schlimmer, irgendwie hatte der Ketzer seine Macht nicht mehr unter Kontrolle und jetzt überfallen Horden Untoter den Sternenkronendistrikt. Oh, das klingt übel. Werden die Einwohner angegriffen? Wahrscheinlich, aber das ist mein geringstes Problem. Seit Jahren bitte ich Königin Antonia darum, dass wir die Nekromantie in Kinos studieren. In einer kontrollierten Umgebung wäre sie ein mächtiges Werkzeug. Und wenn wir sie verstehen würden, könnten wir ihrem Missbrauch effektiver begegnen. Durch diese Untoten hat dieser Nekromanten-Emporkömmling all meine vorsichtigen Annäherungen zunichte gemacht. Ja, selbst wenn Antonia bisher die Legalisierung der Nekromantie in Betracht gezogen hat, kann sie nach dem Verlust eines Teils der Stadt an die Untoten wohl kaum zulassen. Das ist eine unglaubliche Unverantwortlichkeit, Son. Das darf nicht ungestraft bleiben. Während ich versuche, den angerichteten politischen Schaden auszubügeln, möchte ich euch bitten, im Namen des Concordiums die untote Bande zu vernichten. Versucht auch so viel wie möglich über den Ketzer, Zauber herauszufinden, den der Ketzer benutzt hat. Nur Wurnsepp erforschen, wie er es angestellt hat, dass ein ganzer Distrikt überrannt wurde. Naja, okay.
Ich erschlage die Untoten und finde die Antworten für euch. So, und diese Quest werden wir in der nächsten Aufnahmesession machen. Ich freue mich drauf. Ihr euch auch. Ja, dann schaltet morgen wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.